Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together. Ja, wir sind nun wieder auf der Community Farm und es hat sich doch, ja, ich finde schon einiges getan. Und zwar habe ich gestern nach der Folge leider nicht mehr weiterspielen können, aber ich habe mich heute so ein Stündchen noch mal drum kümmern können um die Farm. Und wie ihr seht, nachdem ich dann diese eine Quest abgeschlossen hatte, die wir ja noch zusammen gemacht haben, habe ich mir hier zwei Zapfsäulen hinstellen können. Und jetzt seht ihr oben links neben meinem Bildchen, unter meinem Spielerlevel, seht ihr jetzt eine Tankanzeige und die füllt sich immer wieder auf, indem ich hier an die Zapfsäule gehe. Das kann man dann später auch noch in größerer Version holen und damit, tada, wenn man jetzt auf V drückt, dann hat man diesen wunderschönen Traktor. Also den hat man nicht unbedingt, weil ich habe mir eine eigenständige Version davon, ja, erstellt, sage ich mal, mit den Skins, die ich habe. Aber jeder bekommt dann halt einen Traktor, mit dem er dann arbeiten kann. Und wie ihr seht, zack, da kann man, wie schon angekündigt, dann immer 9 Felder, also 3x3 große Felder, auf einmal mit bearbeiten. Ja, das auch ein Tipp von mir. Macht auf jeden Fall die Quests. Also wenn ihr auf Escape drückt und auf Quest geht, ich habe jetzt aktuell noch zwei drin, also die Frühlingsquest ignoriere ich jetzt mal. Ich brauche noch ein Landschwein, was ich ernten kann. Dann habe ich hier nämlich auch noch mal eine Medaille. Und ich würde dann noch zwei Medaillen bekommen, wenn ich jetzt diese Quest, die ich jetzt aktuell oben angepinnt habe, wenn ich die dann auch durch habe. Nur meine Schweine, oh, ich sage es gerade noch, meine Schweine haben irgendwie keine Lust, dass ich sie ernten kann. Aber in dem Fall hatten sie jetzt wohl doch Lust. Die Leghühner, glaube ich, heißen die. Also diese Hühner auf jeden Fall. Die irgendwie hakt jetzt gerade mein Spiel so ein bisschen. Oder meine Tastatur hakt ein bisschen mit ASWD. Das ist immer so die Sache. Die werde ich jetzt so lassen. Da werde ich auf jeden Fall nichts mehr von ernten. Und von den Schweinen werde ich auch nur das eine, was ich brauche, nehmen. Zack, damit habe ich das Ganze jetzt abgeschlossen. Und ich werde dann hier regelmäßig nochmal hingehen, das eine Schwein dann entsprechend füttern, dass ich hier dann auch alle 9 theoretisch beim nächsten Mal mit abernten kann. So, dann habe ich ja noch die Quest. Ich muss die Aloe Vera, die ich hier angepflanzt habe, die muss ich entsprechend ernten. Das dauert allerdings noch eine Weile, weil gerade Aloe Vera, die haben, glaube ich, bei Ende 3 Stunden, also knapp 4 Stunden oder so, haben die etwa angefangen. Und ja, dementsprechend dauert das dann noch eine ganze Weile, bis wir das machen können. Die Karotten sind auch noch nicht. Die habe ich eben auch noch gewechselt. Zwischendurch immer wieder an den Brunnen gehen. Das ist zwar nicht viel, aber auch 20 Dollar können einen unter Umständen, ja, das Leben retten jetzt nicht unbedingt, aber doch schon weiterhelfen. Ach ja, was ich auch gemacht habe, also zum einen, bevor ich es vergesse, relativ zu Beginn, ich glaube Level 3 oder sowas, da könnt ihr hier diesen Goldtopf freischalten. Aber nur, wenn ihr entsprechend das Event gemacht habt. Das war, ich glaube, irgendwann Richtung Sommer oder so. Also bei Interesse müsstet ihr da mal auf Gameplayerin Family gucken. Da habe ich die ganzen Events hochgeladen. Da könnt ihr dann auch entsprechend sehen, wann das Event gewesen ist. Da könnte man sich das Ganze nämlich freischalten und dadurch, unten seht ihr ja diese Liste in der Mitte, dadurch bekommt ihr diese Goldklumpen. Ganz unten rechts, wo ich 6 von 30 stehen habe. Wenn wir 10 haben, können wir später, aber wir haben das Ganze noch nicht freigeschaltet, können wir später etwas freischalten. Das nennt sich, glaube ich, Pfandleihe, wenn ich mich nicht irre. Da können wir dann pro 10 von diesen Goldklumpen jeweils eine Medaille erhalten. Und gerade am Anfang, oder wenn ihr keine Medaille haben wollt, dann könnt ihr auch, ich glaube, pro Goldklumpen 10.000 Gold eintauschen. Es wären also jetzt quasi 60.000 Gold, die ich jetzt kriegen würde. Und das kann euch immens viel und auch immens schnell weiterhelfen, gerade zu Beginn. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht auch hier den Obststand, habe ich noch einen zweiten hingemacht, weil ich meine Apfelbäume definitiv noch erweitern möchte. Weil, und das auch noch als Tipp von mir, die Apfelbäume sind später, zumindest zu Beginn, sehr wichtig. Daraus könnt ihr dann im Laufe der Zeit mit dem Marmeladenstand Marmelade machen. Und wenn ihr damit Marmelade gemacht habt, könnt ihr das später mit dem anderen Stand, den wir jetzt leider noch nicht freigeschaltet haben, umwandeln und Medaillen wiederum bekommen. Leider immer nur eine Medaille, aber ich sag mal, Kleinvieh macht auch Mist und irgendwo müssen wir ja unsere Medaillen auch herkriegen, weil wir damit doch so einiges noch
ja, bezahlen müssen. Wir haben anstatt der Zitronenbäume da vorne schon einige andere Bäumchen hier stehen. Leider sind die sehr teuer. Also hier diese Pfirsichbäume sind es, glaube ich. Die ich jetzt übrigens, genau, Pfirsichbäume. Die habe ich jetzt als Quest, wollte ich unbedingt noch bauen. Dummerweise kosten die, ich glaube, 350 pro Stück. Und entsprechend habe ich jetzt noch nicht so viel Geld. Das heißt, ich muss jetzt noch 3 Monate warten. Beziehungsweise, ich glaube, die kommen alle 2. Genau, im Frühling und im Herbst nur. Also da müsste ich dann, ja, wenn man so will, fast einen kompletten Zyklus warten. Also ich muss dann 3 Phasen im Endeffekt abwarten, die dann abpflücken. Oder ich setze mir noch einen hier hin. Ich muss echt mal überlegen, wie ich das mache, damit ich dann diese 10 Pfirsichbäumchen ernten kann. Ich habe mir hier ein paar Blümchen hingestellt. Zu Beginn ist der Mohn eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn man sich das mal anguckt, verglichen mit den anderen Blumen, ist der Mohn, alle 2 Stunden kommt der, also ist er fertig und dann kriegt ihr pro Blume 240 Dollar. Ist natürlich nicht ganz günstig, den überhaupt dahin zu stellen. Also 700 kostet der pro Feld. Aber er gibt halt doch im Vergleich sehr viel mehr. Wenn man sich jetzt mal die Apfelrose anguckt, die braucht 5 Stunden, ja, 2 Stunden, 5 Stunden und gibt den gleichen Ertrag. Gibt, naja, 10 XP mehr, was jetzt nicht so viel ist. Aber man muss dazu sagen, wenn man den Mohn weiterentwickelt, also es gibt 2 Stufen, wenn ich mich richtig erinnere, den gelben Mohn gibt es noch. Der bringt auch nicht so viel ein. Die Apfelrose allerdings kann man insgesamt 4 oder 5 Mal weiterentwickeln. Und die letzte Variante, nämlich die rote Rose davon, die hat es wirklich in sich. Ja, genau, also 4 Mal insgesamt. Das sind die anderen 3 hier. Und die letzte hier steht jetzt drin, dass es noch nicht, dass ich es noch nicht erstellen kann, sondern erst bei Level 20. Und da steht drin, dass das System quasi nicht weiß, oder ich so gesehen nicht weiß, was ich dafür benötige. Also nur damit ihr da jetzt, ja, damit euch das nicht verwirrt. Diese Fragezeichen sind im Endeffekt das, was ihr noch nicht erstellt habt, also noch nicht freigeschaltet habt. Hier weiß ich, eins davon ist die Apfelrose, aber das andere kennen wir nicht, weil wir es noch nicht freigeschaltet haben. Heißt für mich jetzt, weil ich das kenne, das andere, nee, das benötigt die Apfelrose. Das, nee, ich weiß es jetzt selber auch nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt. Aber das andere ist auf jeden Fall was, was ich dann freischalte, wenn ich wiederum 2 andere Sachen, die ich jetzt noch nicht freigeschaltet habe, freigeschaltet habe. Ist ein bisschen kompliziert jetzt erklärt, muss ich zugeben. Aber die Fragezeichen heißen im Endeffekt nichts anderes als, du musst andere Dinge freischalten, um die Voraussetzung freizuschalten, um diese Blume erstellen zu können. Ich glaube, das ist ein bisschen besser ausgedrückt. Der Lein ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen bringt er uns 800. Ist allerdings nur 2 Mal am Tag theoretisch erntebar und kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit ihr habt. Deswegen alle 12 Stunden ist schon ein bisschen happig. Den werde ich mir aber definitiv, wenn ich was mehr Gold habe oder Dollar, wie auch immer habe, auch hinsetzen, weil ich gerne mal Blumen sowie auch Felder habe, die mehr XP bringen, weil wenn man das hier mal ein bisschen vergleicht, das sind 30 und das sind 105 XP. Damit kann man halt schneller leveln und wenn man das ein, zweimal am Tag wirklich aberntet, ja, ist doch schon so einiges, was man an XP insgesamt sammeln kann. Hier die Margarita, das wollte ich noch mal eben vergleichen. Das ist ja auch eins dieser Anfangsblumen. Die würde zum Beispiel auch wieder alle 6 Stunden nur kommen. Deswegen finde ich den Mohn sehr gut, weil der ist ja etwas mehr als die Hälfte bringt der von der Margarita jetzt aktuell auf der Stufe. Im Moment kann man es doch gut vergleichen, weil beide Stufe 1 sind. Braucht aber nur ein Drittel der Zeit. Also wenn ihr viel spielt, ist es auf jeden Fall ein guter Tipp. So, dann habe ich hier eigentlich noch nichts dran verändert. Die wollte ich auch noch mal. Also ich will insgesamt die Blumen so ähnlich wie bei den Bäumchen immer haben, dass ich alles so 9er-Felder habe. Genau wie mit den Tieren auch. Da will ich gucken, dass ich dann auch zumindest für den Anfang immer wieder 9er-Felder habe. Da konnte ich jetzt noch nichts machen. Okay. Ich muss mal eben gucken, ob ich die. Doch, die kann ich machen. Bevor ich das nämlich vergesse, weil wir brauchen dann ja auch wieder Karotten für unsere Quest da oben. Dann ist es nämlich ganz gut, wenn ich das mache, weil. Gut, bei den Karotten ist das Problem eher nicht.
Aber bei anderen Sachen ist halt das Problem, dann ist die Jahreszeit abgelaufen, ich habe so viel geredet und dann stehe ich auf einmal da und habe die Sachen nicht geerntet. Das ja, ist schon mal etwas hinderlich, sag ich mal. Ansonsten hat sich jetzt hier eigentlich nicht viel getan. Ach so, genau, die Fischfarm habe ich noch hingestellt, weil ich ja regelmäßig auch Fische fange und dementsprechend kann ich das dann alles in Edelsteine investieren. Was ich wohl schon gemacht habe, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht gemacht. Ich habe hier einmal, wenn man das so sieht, einmal nach hinten erweitert, damit ich hier mehr Bäumchen und so weiter hinstellen kann. Das ist meistens so das, wie ich gehe. Also ich gehe in der Regel nach unten. Jetzt muss ich hier sagen, hier könnte man jetzt denken, okay, ich mache jetzt da eins hin und da eins hin und dann mache ich die hier und die hier. Ist an sich auch gar nicht so verkehrt, aber da ich ja weiß, dass hier drei, also unter diesem Feld, sage ich mal, in der Mitte, noch drei runterkommen und das dann das Ende ist, mache ich das immer so, dass ich diese drei dann auch entsprechend runtergehe. Manchmal mache ich es auch, dass ich oben anfange. Hier muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich dann nach oben weitergehen. Ich sage euch das mal ein Beispiel nach oben. Dann mache ich jetzt noch zwei Felder nach oben. Dann ist da oben Sense. Mehr geht es nicht weiter. Und dann werde ich mich darum kümmern, die drei Felder nach links zu gehen. Warum mache ich das? In der Regel mache ich es so. Deswegen sehen die meisten Farmen auch ähnlich aus, dass ich oben anfange, meistens mit Blumen. Und die dann von klein auf an alle so in der Reihenfolge nebeneinander stelle. Also die, die sehr viel Gold bringen, die stehen alle immer rechts. Und die, die weniger Ertrag bringen, also Dollar, nicht Gold, die stehen dann links. Und so werde ich das hier wahrscheinlich auch machen. Werde dann aber auch gleichzeitig gucken, dass wenn ich da oben diesen Streifen so weit voll habe, dass ich da meine Blumen alle gesetzt habe, dass ich von hier aus dann nach unten gehe. Und nach links gehe, dann sieht es zwar auf der Karte hier blöd aus, aber unten fange ich dann meistens mit den Bäumchen an. Und die mache ich dann auch wieder nach der Reihenfolge. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich, eine ganz gute Taktik, weil ich dann immer, ich muss dann mal gucken, wie groß ich das mache, ich dann immer so eine spezielle Größe an Streifen habe. Da kann man dann einfach hin die Bäumchen abernten und auch dementsprechend schnell kann man die Quests dann eigentlich auch gut hinter sich bringen. Das ist übrigens auch noch ein Tipp hier von mir. Die Zapfsäule, da solltet ihr regelmäßig mal hingehen, auch wenn ihr gerade nichts macht, also nichts anderes zu tun habt, weil wie ihr seht, die füllt sich so ganz, ganz, ganz langsam auf. Und wenn die, ja, ich sag mal, auf 100% ist, also komplett aufgefüllt ist, spätestens dann solltet ihr hingehen und das Benzin holen, weil ihr seht ja oben links, wie lange es dauert, bis meine Benzinanzeige endlich mal voll ist. Und die leert sich natürlich zwischendurch immer. Wenn ich irgendwelche Sachen hier auf dem Feld mit dem Traktor oder jetzt generell mit dem Traktor mache, muss ja nicht unbedingt auf dem Feld sein. Und ja, da ist es halt wirklich sehr, sehr wichtig, wenn wir zwischendurch immer auffüllen können. Ach so, was ich vergessen habe zu sagen, ich habe natürlich nach oben auch eins gemacht. Einfach nur deswegen, damit ich meine Felder hier ein bisschen vergrößern kann. Wie ihr seht, das sind hier noch die Anfangsfelder. Also die habe ich jetzt auch nicht erweitert, glaube ich. Das sind immer noch diese neun Felder nach oben. Die möchte ich aber größer machen. Also die möchte ich mindestens doppelt so groß machen, wenn nicht sogar komplett bis hinten durch. Und natürlich auch entsprechend. Also hier weiß ich nicht, ob ich das letzte Dreierfeld noch durchziehe, aber bis hier auf jeden Fall ausweiten und auf der anderen Seite auch entsprechend dann immer die Dreierfelder zur Seite ausarbeiten, damit ich hier ganz viel anpflanzen kann und damit ich dann, wenn ich denn natürlich mit der Zeit kann ich die nur anpflanzen, weil ich habe gerade nur 1000 Dollar rum, dass ich dann entsprechend auch genug anpflanzen kann, was halt regelmäßig zum Beispiel auch in den Quests vorkommt. Entweder das oder die Sachen, die mir halt viel bringen. Ich persönlich bevorzuge, sofern ich das Geld habe, die Wassermelonen. Die sind zwar nur alle 2 Tage, aber zum einen kann man die bewässern. Also dann sind die, ja, wenn man viel spielt, so in einen Tag rum, sage ich mal, kann man die dann abernten. Und, hoppala, nein, ich wollte sie jetzt nicht anklicken. Und die bringen eigentlich ziemlich gut XP für so Felder und die kann man halt auch das ganze Jahr über anpflanzen. Das ist das Gute daran. Wenn ihr natürlich viel spielt, solltet ihr nicht unbedingt auf die Sachen setzen, die lange dauern. Wie zum Beispiel die Auberginen, die dauern auch einen ganzen Tag lang, bringen aber nicht ganz so viel natürlich wie die, also wie die Melonen.
Was auch eigentlich immer ganz gut ist, finde ich, ist Baumwolle. Ich weiß nicht warum, ich mag es einfach. Die brauchen auch nur 12 Stunden, also die könnt ihr quasi am nächsten Tag dann auch wieder abernten und die sind auch das ganze Jahr über dran. Mache ich aber nicht so häufig, muss ich dazu sagen. Der Kürbis ist auch nicht schlecht, ist auch 2 Tage. Wenn ihr den jetzt mal so ein bisschen mit der Melone vergleicht, hat die Melone allerdings, obwohl beides 2 Tage läuft, kostet zwar ein bisschen mehr, das Jahr, also fürs erste Mal müsst ihr auf jeden Fall mehr investieren. Danach habt ihr ja quasi die Kosten durch das Abernten wieder rein und habt noch ein bisschen Gewinn gemacht. Aber die Wassermelone ist halt etwas unter 700 an Dollar und 95 Erfahrungspunkte in der gleichen Zeit. Und der Kürbis hat halt mehr als die Hälfte weniger an Ertrag, den er gibt, und hat auch weniger XP. Also hat nochmal 30 weniger XP. Und deswegen ist der Kürbis eigentlich nicht so. Also wenn ihr wirklich auf XP und so weiter ausgeben wollt, dann würde ich euch immer die Wassermelone für den Anfang empfehlen, wenn ihr Felder habt, die ihr so quasi über Nacht stehen lassen wollt. Wenn ihr natürlich online seid und entsprechend dann auch damit arbeiten wollt und immer wieder was zu tun haben wollt, sage ich mal, dann solltet ihr natürlich nichts nehmen, was 2 Tage lang, ja, wo man halt 2 Tage lang drauf warten muss, sondern solltet ihr natürlich etwas nehmen, was recht schnell geht. Salat bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber ist eigentlich auch eine gute Sache. Ich persönlich habe dann immer nur den Anfang gemacht und habe dann danach den Salat so wie jetzt immer stehen gelassen, weil ja, der für mich persönlich ein bisschen nervig ist. Aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. Also das sollte man nicht verachten. Man sollte das schon, wenn man es kann, mitnehmen. Und was ich nicht erwähnt habe, was aber, glaube ich, schon zu sehen war im ersten Video, was man hier auch gerade nochmal sehen konnte, je mehr ihr natürlich von diesen Sachen aberntet, umso größer werden die im Level. Und wenn die vom Level her steigen, ist es dann auch so, dass die mehr Ertrag bringen. Dementsprechend ist es immer gut, sich darum zu kümmern. So, jetzt habe ich zum Beispiel wieder ein bisschen Dollar gemacht. Also in Zukunft sage ich nur noch Dollar oder Gold. Ihr wisst dann, was ich meine. Konnte jetzt da nochmal eine neue Reihe machen. Das werde ich dann demnächst auch nochmal machen, wenn ich wieder ein bisschen was an Geld drin habe. Werde ich dann die dritte Reihe machen und da werde ich mich um andere Sachen kümmern. Ich denke mal, eventuell die Apfelbäume hier ein bisschen vergrößern. Weil die Apfelbäume sind für mich jetzt persönlich auch noch wichtig. Weil da ist auch schon wieder einiges drin. Das können wir auch direkt schon mal mitnehmen. Weil das zum einen sehr schnell geht. Das dauert eine Minute, glaube ich, hier. Ja, eine Minute beim Obststand. 5 Edelsteine sind zumindest für den Anfang schon ziemlich gut. Und da war es jetzt so, dass wir 25 bezahlen mussten für die erste Erweiterung. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Und ich musste 100 Edelsteine bezahlen für die zweite Erweiterung. Das heißt, da gehen wir jetzt nochmal schnell gucken. Ich müsste, glaube ich, 200 für die nächste. 225, okay. Aber die haben wir auch. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir direkt mal hier entlang laufen, weil das wollte ich euch auch noch eben zeigen. Dann werde ich das nämlich nach unten. Nee, nach unten. Ich wollte nach oben eigentlich weiterarbeiten. Ach du Schande. Bin schon wieder falsch rumgelaufen. Ich habe die erste Holzscheune gebaut. Die sind leider nicht günstig. Bringen auch nicht allzu viel, muss man dazu sagen. Das heißt, ja, doch günstig schon, aber dafür, dass sie nicht so viel bringen, sind sie halt nicht so günstig. Also die kosten in Anführungszeichen nur 20 Edelsteine. Ich werde auch eine machen, wenn ich jetzt die Erweiterung gleich mit euch kaufe, dann werde ich auch eine Scheune noch hier hinstellen. Wobei es waren 225, habe ich glaube ich gesagt. Dann könnte ich die Scheune jetzt eigentlich auch schon mal hinstellen. Und für jede Scheune, die wir kaufen, von den Holzscheunen, erhöht sich die Kapazität aller Waren, also das, was wir lagern können, um 10. Hört sich erstmal nicht so viel an, ist auch eigentlich gar nicht so viel. Jetzt muss ich mal eben gucken. Genau, nach links drehen. Ich möchte mal, dass die alle gleich aussehen. Also zumindest, wenn ich sie hier hinstelle. Ich mache es meistens so, dass ich höchstens 5 von denen hinstelle für den Anfang, damit die Kapazität so ein bisschen höher ist und ich ein bisschen mehr Freiraum, sage ich mal, habe. Dann würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es nicht zwangsweise machen müsst, weil ihr ja, irgendetwas unbedingt größer im Lager haben müsst, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das größere Lager später zu bauen. Also die dann zu ignorieren und dann einfach das größere Lager zu bauen stattdessen.
Das könnte aber, glaube ich, erst, wenn ich das richtig im Kopf habe, ab Stufe 25. So, jetzt seht ihr hier schon, jetzt haben wir hier diese zweite Erweiterung gekauft. Das ist jetzt unheimlich schön weit weg. Ich spare oben auf die Medaillen. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal 4 Medaillen bekomme, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt freigeschaltet habe, fällt mir gerade ein. Ich weiß auch gerade, doch, das müsste aber hier drunter. Nee, das ist hier drunter. Hier, genau. Ab Level 15 kann ich es erst machen. Naja, gut, okay. Das sind diese Wegpunkte, von denen ich im letzten Video gesprochen habe. Die würde ich dann nämlich dahin stellen, wo es wirklich lange dauert, hinzulaufen. Übrigens, zu Fuß seid ihr einen Ticken schneller als mit dem Traktor. Das wollte ich auch noch am Rande erwähnt haben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir relativ zügig auf Level 15 kommen, damit ich die dann auch erstellen kann. Die würde ich dann hier immer so am Rand stellen. Und wenn ich dann hier die nächste Erweiterung zum Beispiel gekauft habe, also die geht jetzt erst mit Level 9, wenn ich die dann gekauft habe, dann würde ich ganz oben in der Ecke nach links, würde ich dann diese, also sofern ich sie freigeschaltet habe, diese Schnellreise, diesen Schnellreisepunkt hinstellen, sodass ich nicht diesen ganzen Weg, so wie jetzt, immer laufen muss. Zurück ist ja einfach, zurück könnt ihr auf Karte gehen, zack, und dann seid ihr hier. Aber ihr seht schon, hin ist es wieder was ganz anderes, weil, ja, da dauert es halt ja noch ein bisschen länger. Also ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich mühselig. Deswegen gucke ich dann, dass ich mir das dann zumindest ersparen kann. Und da ich ja dann eh erstmal nichts dazwischen bauen werde, sondern ganz oben links definitiv anfangen werde mit der Reihe, ist es dann bei mir auch so, dass ich den Punkt am Ende nur oben links hinsetze. Und, ach, wir haben jetzt schon wieder 18. Ja, stimmt, ich habe ja gerade drauf gedrückt. Und von da aus ist das dann einfach nur ein Hin- und Herporten, das wollte ich sagen. Was ich persönlich mache, das müsst ihr jetzt nicht machen, muss ich dazu sagen. Die Bienenstöcke werden später noch unheimlich wichtig. Ihr müsst es nicht, aber ich sage mir immer, es kostet nur 10 Edelsteine. Solltet ihr vielleicht nicht unbedingt machen, wenn ihr nur 18 habt. Ich mache, sobald ich die freigeschaltet habe, normalerweise mal einen einzigen Bienenstock hierhin. Hört sich erstmal nicht viel an, ist es auch nicht. Zumal, wie ihr hier auch seht, die brauchen 23 Stunden, bis man überhaupt etwas abholen kann. Und wenn man sich das mal so anguckt hier, ihr bekommt nur eine einzige Wabe raus. Ihr bekommt zwar auch 4 Edelsteine raus, das ist ein sehr schöner Effekt. Das ist aber nicht der Punkt, weshalb wir die Bienenstöcke brauchen. Aber ihr bekommt eine Honigwabe raus. Und am Anfang, sage ich mal, würdet ihr eh 40 Tage brauchen. Also jetzt mit meinen zwei Scheunen da hinten. Würdet ihr jetzt 40 Tage brauchen, um überhaupt das ganze Lager voll zu kriegen, weil ihr nur einmal am Tag im Endeffekt dann hier eine Wabe rauskriegt. Also es ist wirklich nicht viel. Aber ich fange immer frühzeitig damit an, dass ich einen hier hinstelle, weil dann habe ich zumindest ein paar schon mal im Lager. Und später geht das irgendwann nämlich Schlag auf Schlag, wo wir dann plötzlich die Waben brauchen. Dazu kommen wir dann aber später noch. Ich will euch jetzt nicht komplett verwirren. Und wenn wir dann erstmal die ganzen Waben überhaupt ja, sammeln müssen, dann ist das wieder sehr mühselig. Ich meine, wir können zwar dann, wenn wir genug Edelsteine haben, mehrere oder ganz viele von diesen Bienenstöcken dahinstellen, aber es dauert ja trotzdem immer noch 23 Stunden, bis man das nächste Mal wieder die Waben da rausholen kann. Und das möchte ich dann nicht warten, sondern ich habe dann lieber schon mal einen guten Grundstock, sage ich mal, ja, den wir dann auch nutzen können. Die letzte Sache, die ich noch gemacht habe, ist hier mit den Fischen noch so ein bisschen angefangen. Zum einen habe ich hier den tropischen Fisch noch dazwischen gesetzt und die beiden Becken sozusagen miteinander verbunden. Zum anderen habe ich hier 9 Felder mit dem Aal. Ich möchte nach und nach, aber das ist jetzt nicht meine Priorität, möchte ich dann entsprechend immer im Preis eine Stufe höher gehen und die anderen Fischsorten mit reinsetzen. Aber ich möchte immer nach Möglichkeit 9 reinsetzen. Das heißt, in dem Fall könnte ich jetzt nur einen setzen wegen diesen hohen Kosten. Deswegen mache ich es noch nicht. Bis auf einige wenige Fische. Und zwar sind das dieser Hai, der Laternenfisch, der Piranha. Und ich glaube, es gab zwei Event.
Nee, drei Eventfische. Das sind hier diese grünen. Die könnt ihr alle nicht, also die, die ich jetzt genannt habe, könnt ihr nicht mit diesen normalen Fischen hier verbinden. Alle anderen könnt ihr bis zu einer Größe von, ich glaube, es waren 1000 insgesamt, könnt ihr miteinander verbinden, sodass das hier alles verbunden ist und ihr nur noch an eine Stelle hingehen müsst und dann angeln müsst. Der Nachteil ist natürlich, ihr wisst zum einen nicht, ja, ihr wisst schon, welchen Fisch ihr angelt, weil der, glaube ich, nee, der wird nicht angezeigt. Nee, ihr wisst nicht, welchen Fisch ihr angelt. Ihr wisst aber, wie oft ihr drauf drücken müsst. Also da kann dann zum Beispiel stehen 23 und dann müsst ihr ja 23 mal klicken. Der Vorteil ist aber, wenn ihr zum Beispiel riesige Becken so im Hintergrund dann noch habt, ihr müsst nicht überall hinlaufen, sondern ihr könnt euch einfach hier vorne hinstellen und so oft klicken, bis ihr wirklich alle dieser Becken, also diese Neuner Felder, sag ich mal, alle geangelt habt. Das heißt, alle unterschiedlichen Fische habt ihr dann geangelt. Und ja, also ich finde es wesentlich komfortabler so. Deswegen das auch nur noch als Tipp von mir. Und ja, damit habe ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, soweit eigentlich alles erklärt. Also bei den Tieren, wie gesagt, würde ich jetzt nicht einfach so Tiere kaufen, wenn ihr mal Tiere in eurer Quest habt, die nicht zu viel sind. Also ich hatte jetzt 10 von den Schweinen. Die Schweine sind nicht ganz so teuer. Das habe ich also noch gut hinbekommen. Und es dauert auch nicht so lange, bis man die dann ernten kann. Und ich brauchte auch nur 10. Das heißt, ich mache sowieso meine 9er Felder. Also habe ich gesagt, okay, lasse ich drin, mache ich mit. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel 30, keine Ahnung, was haben wir noch? Ja gut, aktuell haben wir jetzt nicht ganz so teure Tiere, aber ich sage jetzt mal später, 30 Schafe zum Beispiel braucht. Die Schafe sind dann wieder etwas teurer, wobei das jetzt blöd ist, weil die Schafe einer der ersten Sachen sind, also die sind bald dran. Aber die Ziegen zum Beispiel, die sind dann auch wieder ein bisschen teurer. Und also eine Anschaffung zum einen. Ich meine, die brauchen auch etwas länger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und 30, wenn man nur 9er Felder hat, ist halt schon eine Menge, weil man muss die mehrere Male füttern, bis man sie überhaupt abernten kann. Und dementsprechend, ja, dauert das halt unheimlich lange. Dann könnt ihr einfach auf Escape und auf Quest gehen, auf die entsprechende Quest draufgehen, wo ich übrigens gerade sehe, ja, Pfirsichbäume sind klar, Aloe Vera, habe ich eigentlich noch im Kopf. Kohl müssten wir noch machen und Steckrübe. Da muss ich gleich mal gucken. Das pinne ich mal eben an. Da könnt ihr dann drauf gehen und dann könnt ihr hier oder die Alt-Taste drücken, könnt ihr hier auf Verwerfen gehen und dann schmeißt ihr die Quest raus. Und dann bekommt ihr hierfür, also für die Quest, die ihr rausgeworfen habt, automatisch eine neue Quest. Im Regelfall, leider nicht immer, aber im Regelfall, gerade am Anfang, ist es dann so, dass es entweder etwas ohne Tiere ist. Oder es ist etwas mit weniger Tieren, also zum Beispiel mit 10 Schweinen anstatt von 30 Kühen oder sowas. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr die dann skippt. Könnt ihr aber auch nur einmal machen, danach müsst ihr eine gewisse Zeit lang warten, bis, ja, bis ihr dann eine neue Quest erhaltet, im Endeffekt eine neue Quest machen könnt. Was ein bisschen blöd ist auf der einen Seite. Ich gucke immer mal eben, ob wir nicht nebenbei. Doch, wir können die Erdnüsse noch mal eben schnell abernten. Ja, ich bin immer so ein bisschen. Ja, bei den Erdnüssen ist es natürlich Blödsinn, aber ich bin immer so ein bisschen dann am Gucken. Ups. Läuft die Jahreszeit gleich ab oder nicht? Muss ich da vorher noch was machen, bevor die Jahreszeit abläuft? Oder quatsche ich jetzt wieder und die Jahreszeit ist dann vorbei? Das passiert mir nämlich leider auch sehr oft. Ja, das war jetzt so ein kleiner Zwischenstand, den wir jetzt hier noch hatten. So in der Art werde ich es auch noch weiter ausbauen. Also ich werde dann entsprechend mein Apfelbaumsortiment vergrößern, wesentlich vergrößern, weil wir das für später definitiv noch brauchen. Ich werde, wenn ich den ersten Punkt zum Porten zusammen habe, also 4 Medaillen, werde ich gucken, dass ich auf 25 Medaillen spare, um die Tankstelle kaufen zu können. Die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt. Doch, hier, die ist das. Die kriegen wir ab Level 15. Und dafür brauchen wir halt eben 25 von diesen Medaillen. Und die solltet ihr euch auf jeden Fall zusammensparen. Besser wären
50 insgesamt, dass ihr zwei bauen könnt, aber es dauert wirklich am Anfang unheimlich lange, die Medaillen zu kriegen. Deswegen bin ich schon froh, wenn ich die 25 habe, weil dadurch kriegt ihr wesentlich mehr Benzin. Macht aber nicht den Fehler, die beiden, also die Zapfsäulen rauszuschmeißen, weil je mehr ihr von diesen Sachen habt, sowohl Zapfsäulen wie auch Tankstellen, umso mehr Benzin bekommt ihr letztendlich auf einen Schlag. Um das mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken. Und das ist wirklich eine immense Entlastung, weil ihr später ja viel, viel größere Felder haben werdet, die ihr abernten müsst. Weil ihr manuell natürlich am Anfang die Bäumchen und alles abernten müsst. Was ich auf jeden Fall auch ganz am Anfang machen werde, ist noch die 20 waren es jetzt, glaube ich. Ja, 20 auf meinen ersten Helfer zu sparen. Zwei Sachen muss ich dazu sagen. Wenn ich 15.000 zusammengespart habe, das wäre jetzt mein nächstes Ziel, dann baue ich mir das erste Baumhaus, also mein erstes Haus. In diesem Haus, das erkläre ich euch dann nochmal, wenn es soweit ist, könnt ihr Tickets herstellen und mit diesen Tickets bezahlt ihr die Farmhelfer hier. Und die Farmhelfer können pro Ticket 2 Stunden für euch arbeiten. Und das Beste, was ihr dann machen könnt, gerade am Anfang, ist die Farmhelfer zum Beispiel in die Mitte von Bäumchen zu stellen. Also ihr könnt es zum Beispiel so machen, dass ihr zweimal diese 9 Felder nebeneinander stellt. Dann ist immer eins in der Mitte frei. Da könnt ihr dann andere Bäume reinmachen. Dann könnt ihr zum Beispiel links das hier durchgehend andere Bäume reinmachen. Dann setzt ihr hier wieder ein 9er-Feld mit Bäumen, da ein 9er-Feld mit Bäumen und dann hier dieses, das wäre jetzt ungefähr hier, dieses Kreuz runter. Und dann das, was nach da geht, da macht ihr die gleichen Bäume zum Beispiel hin. Und so könnt ihr dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Baumarten. Also wenn ihr alle relativ viel, in Anführungszeichen, relativ gleich viel drin haben wollt, könnt ihr 10 verschiedene Baumarten von einem einzigen Helfer, der dann so in der Mitte stehen würde, bewirtschaften lassen. Und bis auf dass ihr für den immer die Tickets bereithalten müsst, kann der alles, was ist, kann der? Macht der alles alleine. Das heißt, die Jahreszeit wechselt, es sind jetzt wieder neue erntbare Bäume. Dann geht ihr hier hin, dann pflückt ihr den Baum. Also wie er das jetzt macht, manchmal läuft er auch kreuz und quer. Aber das macht der alles alleine und das ist wirklich ein immenser Vorteil, wenn ihr so einen Farmhelfer habt. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn es soweit ist und ihr habt die Tankstelle auf jeden Fall gebaut, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Farmhelfer holen. Ihr könnt auch erst einen Farmhelfer holen und dann die Tankstelle holen, wenn ihr damit einigermaßen auskommt mit den zwei Zapfsäulen hier. Das ist auch kein Problem. Aber das sind so die ersten zwei Prioritäten, die ich auf jeden Fall ansetzen würde, die ihr von den Medaillen nehmen solltet. Und wenn ihr das so macht wie ich, dass ihr jetzt zum Beispiel eins noch nach oben geht und noch die drei nach links geht, dann solltet ihr auf jeden Fall auch die 4 Medaillen zusammensparen am Anfang, weil sonst werdet ihr euch dumm und dämlich laufen. Das kann ich euch versprechen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Das war jetzt nochmal ein kleiner, wenn auch etwas längerer Zwischenstand über die Community Farm. Und ich mache das auch weiterhin so, dass ich immer mal wieder zwischendurch ein paar Tipps geben werde. Das heißt auch alle, die jetzt ja reinschauen und nicht jetzt so direkt wegen dem Community Server schauen, sondern einfach mal gucken wollen wegen dem Spiel, die werden ja auf jeden Fall auch wertvolle Tipps und Anregungen finden. Und es wird demnächst nochmal ein Video geben, wo ich dann alles noch so ein bisschen geballt, sage ich jetzt mal, zusammenfassen werde, was ihr gerade in der Anfangszeit, ich sag mal so bis Level 25 oder so, je nachdem bis wo man dann alles freigeschaltet hat, was ihr da definitiv beachten solltet. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.